Wir haben uns vor 12 Jahren kennengelernt. Also dieses Jahr werden wir auch 10 Jahre verheiratet. Kurz nachdem Thorsten einen Schlaganfall erlitten hatte, wurde bei dem 43-Jährigen ein bösartiger Hirntumor entdeckt. Thorsten wurde sofort operiert, aber die Ärzte konnten das Geschwür nicht entfernen. Ja, ich habe Angst. Die Söhne Falk, 5 und Tim, 7 Jahre alt, wissen, dass Papa Krebs hat und sehr krank ist. Alles ist anders als früher. Oft müssen die Söhne Rücksicht auf Thorstens Gesundheitszustand nehmen und selbst zurückstecken. Aber die Jungs sind tapfer. Beide helfen ihrer Mutter, wo sie können. Ich glaube, dass Mama sich wünscht, dass Papa wieder gesund wird. Manchmal ist das für sie auch zu viel. Also manchmal habe ich ja auch genug, ja. Also manchmal weiß ich auch nicht weiter und ja. Thorsten ist ein Kämpfer und er wünscht sich nur eines für seine Familie. Dass wir natürlich lange durchhalten, weil ich bin ja in dem Fall der, der am ehesten ja, das Ganze vielleicht nicht mehr so überleben könnte. Das Haus ist eine einzige Baustelle, denn seit Thorstens Erkrankung geht nichts mehr voran. Das Erdgeschoss ist eigentlich nicht bewohnbar. Im Obergeschoss teilen sich der kleine Falk und die Eltern ein Zimmer. Auch Tims Reich ist zurzeit nur eine Notlösung. Hier gibt es eigentlich in Anführungszeichen nur Ecken, die mir so ein bisschen auf den Geist gehen. Überall so, weil wir schon vorher angefangen hatten, zum Beispiel die Tapeten abzumachen. Und da wollten wir eigentlich auch schon lange fertig sein, wenn ich nicht krank geworden wäre. Und ja, dass wir vernünftig wohnen, sitzen, zusammen hier was machen könnten. Aber das ist irgendwie, ja. Architekt John Kosmala auf dem Weg zu den Jankowskis. Noch ahnen die 4 nicht, dass das Zuhause im Glück-Team ihnen helfen wird. Hallo. Hallo, ich bin der John. Ja, also wir sind so aus dem Häuschen, das war echt eine klasse Geschichte. Also da fällt mir ja gar nichts mehr zu ein jetzt. Ich habe eine Nachricht für euch. Ja. Eine Botschaft, eine Glücksbotschaft. Ja. 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 Was erwartet uns? Ihr werdet 8 Tage Urlaub machen. Ja. In einem Hotel. Und ihr Urlaub machen? Ja. Ja. Die Familie ist überglücklich. Vor ihnen liegen 8 entspannte Tage. Bevor das Bauteam anrückt, nimmt John das Haus sorgfältig unter die Lupe. Unten 72 Quadratmeter Baustelle. Wir sind hier in einem Multifunktionsraum. Also zum einen Esszimmer, Küche, Wohnzimmer, dann ist da ein Arbeitsbereich. Wie funktioniert das hier mit dem täglichen Leben? Also ich sehe kein Wasser, keine Spüle. Wie machst du das mit dem Geschirr? Also Wasser habe ich hier nicht. Mein Geschirrspüler befindet sich im Badezimmer. Und immer wenn ich Wasser brauche, muss ich halt ins Badezimmer laufen und was holen. Auch zum Kaffee kochen, Tee kochen oder was abwaschen. Das Wohnzimmer ist ein großer Raum und bietet enormes Potenzial, beide Funktionen unterzubringen, Essen und Wohnen. Und dann die Anbindung, großzügiger Durchgang zur Küche, also ideal geschnitten. Ganz spannend wird es hier auf der Seite. Da habt ihr was Größeres geplant, ne? Ja, da haben wir auch schon den Durchbruch gemacht. Und dahinter befindet sich unsere Küche. Oha. Direkt neben dem Wohnzimmer liegt die 12 Quadratmeter große Küche. Vorher war hier ein Badezimmer mit Badewanne, in der Ecke Toilette. Und hier war ein Vorratsraum. Mhm. Also so und halb unterkellert halb, war das so. Genau, so ne? Halb Keller mit Heizungsraum und mit so Regal für Vorräte. Es ist enorm viel Arbeit notwendig, um das einigermaßen hinzukriegen. Das fängt mit dem Boden an, ungleiche Bodenniveaus. Das geht mit den Wänden weiter, weil alte Wände abgebrochen wurden oder diese Bruchstücke übrig geblieben sind. Und die Decke natürlich auch. Im Grunde genommen alle Hüllflächen müssen bearbeitet werden. Dahinter der Flur zum Hof und ein 8 Quadratmeter großer Abstellraum. Zurzeit stehen hier alle unsere Kisten, die wir noch nicht ausgepackt haben. Also so gesehen eine Abstellkammer. Ja. Der winzige Vorraum, der jetzt den Schrank beherbergt, ist ein Durchgang in den Garten hinein.
Der liegt an einer Zwischenwand zu einer Abstellkammer, zu einem Raum, der bislang ungenutzt ist. Mein Gedanke ist es, diese beiden Räume zu verbinden, den Ankleidebereich zu lassen und den Raum als einen zu erschließen, als das neue Schlafzimmer für die Eltern. Im ersten Stock die Zimmer der beiden Jungs. 18 Quadratmeter warten auf den 5-jährigen Falk. Bis vor kurzem hat hier auch noch Tim geschlafen, weil Tims Zimmer auch noch nicht fertig war. Das Zimmer von Falk ist großzügig, gar keine Frage. Zurzeit wohnen noch die Eltern dort, weil es unten keine Schlafmöglichkeit gibt. Und das ist ein untragbarer Zustand. Gegenüber noch einmal 17 Quadratmeter für die Kinder. Das ist das Zimmer von Tim. Das haben wir auch vor kurzem fertig gemacht mit Hilfe von Freunden. Und da fehlen hier noch ein paar Sachen. Zum Beispiel fehlt die Tür, will ich mal sagen. Auf jeden Fall fehlt hier die Tür. Tim hat ein großes, sehr helles Zimmer, ein schönes Zimmer. Da muss man mit Farbe ran, das muss kindgerecht werden. Dann ganz wichtig natürlich, es muss eine Tür rein. Ja, jetzt habe ich einen sehr umfangreichen Einblick bekommen. Lasst es euch gut gehen und auf bald. Tschüss. Eva Brenner, John Kosmaller und Bauleiter Wolfgang Hesemann planen gemeinsam das Projekt. Ein gemütliches Zuhause für die Jankowskis, das ist ihr Ziel. Im Moment schlafen die Eltern noch oben in einem der Kinderzimmer mit. Und das wollen wir natürlich, wie soll ich sagen, verbessern, die Situation. Mhm. Weil es keine glückliche Situation ist. Und dazu soll hier das Schlafzimmer der Eltern hin. Und um ein größeres Schlafzimmer zu schaffen, werden wir diese Wand entfernen. Vorher gab es diesen Vorraum und die Kammer und daraus machen wir ein großes Schlafzimmer. Macht natürlich auch Sinn. Nur dann haben wir relativ lange Wege. Und wir haben das jetzt so geplant, um eben Wege zu verkürzen, dass wir parallel zum Treppenhaus den Flur als Achse und als Erschließung hineinschlagen. Wir würden also, wenn ich das jetzt richtig deute, vom Badezimmer ein Stückchen wegnehmen. Ganz genau. Und würden daraus einen Flur machen. Mhm. Mhm. Eine Schwierigkeit haben wir allerdings, wir haben unterschiedliche Bodenniveaus. Und der Vater der Familie, der Thorsten, ist leider schwer krank. Er sitzt im Rollstuhl und wir wollen ihm ermöglichen, dass er sich frei im Erdgeschoss bewegen kann. Und dafür müssen wir diese Höhenunterschiede überwinden, indem wir Rampen ausbilden. Jetzt haben wir ohne Höhenversprünge hier die Abkürzung und als Verweil- und Aufenthaltsraum eben das Wohnzimmer auch hier lediglich mit dieser kleinen Rampe. Damit man das Wohnzimmer besser nutzen kann, werden wir diese Türe dann schließen. Damit es nicht wieder ein Durchgang ist und damit unruhig wird. Genau. Nach dieser ganzen Umbauaktion haben dann Thorsten und Johita ihr neues Schlafzimmer im Erdgeschoss. Genau. Das Erdgeschoss bekommt eine völlig neue Struktur. Dafür müssen die hier rot markierten Wände weichen. Die neuen Trockenbauwände und Nischen, hier grün, schaffen eine behagliche und ruhige Raumatmosphäre. Das neue Elternschlafzimmer, eine 13 Quadratmeter große helle Ruheoase in Mintgrün. Trockenbauelemente links und rechts des Bettes definieren den Raum und bieten gleichzeitig Abstellfläche. Die 10 Quadratmeter Küche bekommt durch die Nischen für Haushaltsgeräte Struktur. Und Julita erhält ein Kochstudio, das genau auf ihre Körpergröße von 1,80 Meter abgestimmt ist. Im Wohnzimmer trennt eine neue Wand den Essbereich ab. Dort bietet eine bequeme Sitzecke genügend Platz für die ganze Familie. Im Obergeschoss haben wir zwei Kinderzimmer. Derzeit ist eines allerdings noch genutzt als Schlafzimmer der Eltern und als Kinderzimmer, nämlich das von Falk. Deswegen wird er den Hauptvorteil haben im oberen Geschoss, weil er bekommt ein Zimmer für sich alleine. Wir werden hier eine Trockenbauwand einstellen, um eine Zonierung des Zimmers zu bewirken. Einmal den Schlafbereich und dann den Spiel- und Bastelbereich. Damit zieht der Falk natürlich von seinem alten Zimmer in ein neues Zimmer. Die Kinderzimmer im Obergeschoss. Auch hier sollen kleine Nischen für Struktur und Ruhe sorgen. Falk hat sein 18 Quadratmeter großes Zimmer nun ganz für sich alleine. Durch einen Raumteiler werden Schlaf- und Spielzone getrennt. In Tims Zimmer werden wir natürlich auch Veränderungen vornehmen. Wir wollen da auch Zonen schaffen. Einmal einen Schlafbereich, hier so etwas unter der Schräge, so als Rückzugsmöglichkeit. Eine Halbruhe. Raumteilerwand als Abtrennung zu einem Schreibtisch. Wesentlich für Tims Zimmer ist, dass er eine Tür bekommt. Bislang hing da nur ein Teppich, ein Lappen, ein Tuch, sowas in der Art. Ganz wichtig, eine Tür. Nebenan entsteht auf 17 Quadratmetern Tims Reich. Unter der Dachschräge bekommt er eine gemütliche Kuschelecke.
Außerdem kann sich Tim auf einen super Lernbereich direkt am Fenster freuen. Startschuss im Hause Jankowski. Aufgeregt packen der 5-jährige Falk und der 7-jährige Tim die Koffer. Für 8 Tage verlässt die Familie ihr ungemütliches Zuhause. Jetzt ist Urlaub angesagt. Es ist der erste seit Thorstens Krebserkrankung. Und zumachen. Bevor ihr jetzt in euren wohlverdienten Urlaub geht, hoffe ich, ich kriege noch den Schlüssel, damit wir schaffen können, Tag und Nacht ein- und ausmarschieren können. Jo, danke schön. Dann wünsche ich euch eine tolle Zeit und in 8 Tagen sehen wir uns wieder hier an der Stelle. Also dann, eine tolle Woche euch. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Also, ran ans Werkzeug. Das Team weiß nun, was zu tun ist und packt es an. Erste Aufgabe, die Wand zwischen Küche und Bad muss weg. Bauarbeiter Thomas schneidet sie zunächst an. So kann der Abriss gleich genauer und ordentlicher gemacht werden. Jungs, Achtung! Ruhig, Braune! Da stimmt's privat nicht. Da bin ich nicht. Wenn Bauarbeiter Peter den Hammer schwingt, geht man besser in Deckung. Sicherheit hat zwar Priorität, aber auch das Tempo ist wichtig. Denn erst wenn die überflüssigen Wände gefallen sind, kann der Wiederaufbau beginnen. Innenarchitektin Eva nutzt die Zeit und sortiert die ausgewählten Farben für die anstehenden Malerarbeiten. Bauarbeiter Peter nimmt mit seiner Abrisskeule sofort die nächste Wand in Angriff. Das Ziel hier, das Bad soll verkleinert werden. Dadurch entsteht mehr Platz für den neuen Flur. Doch es warten ein paar Überraschungen auf Peter. Kai? Ja? Hier sind so versteckte Dosen. An der Seite sehe ich sie. Du siehst sie nicht. Oh, da sind auch ganz, ganz viele böse Kabel drin. Einfach wegmachen. Mach die Wand weg, ist alles stromfrei. Und das sagst du. Um den Rest kümmere ich mich dann schon. Einfach fröhlich drauf einkloppen. Ich habe das vorhin alles schon mal stromlos gemacht, sodass er jetzt gefahrlos abreisen kann. Wir müssen hier durch die geänderte Raumnutzung, müssen wir das zum Großteil neu machen. Deswegen erstmal in Ruhe Platz schaffen und dann können wir im Anschluss es wieder richten. Der Rückbau dieser Wand stellt keine Gefahr dar. Sanitärfachmann Peter kann weiter seiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen, dem Abriss. Nach 20 Minuten ist diese Wand Geschichte. Tag 2 auf der Zuhause im Glückbaustelle. Die erste Lieferung trifft ein. Materialien für den Trockenbau. Putz, Trockenbauplatten, verzinktes Stahlblech und. Wir konnten das nicht wirklich richtig einschätzen, wie viel wir letztendlich brauchen. Deswegen haben wir mal das komplette Sortiment bestellt. Und es wird wahrscheinlich so ausgehen wie immer, wir werden alles verbrauchen, auch in so kleinen Häuschen. Der Vorteil beim Trockenbau, Trocknungszeiten wie beim Mauern entfallen. Sehr schön. Architekt John Kurzmaller und Bauleiter Wolfgang Hesemann planen, den Fußboden in der Küche auszugleichen. Moche! Bist schon dran, super. Ja, wir haben echt das Problem wegen den Höhen von den Fußböden. Wir wollen auf dieses Niveau kommen, ne? Ja, vom Schlafzimmer. Dann brauchen vom Schlafzimmer danach. Ja. Dann brauchen wir auf jeden Fall eine Schüttung hier, weil wir den alten Boden ablaufen und diese Fehlstellen. Ja. Gut. Beginnend hier mit einer Bohle. Hier dran gedübelt. Ja. Knackpunkt 1. Der Küchenboden weist Höhenunterschiede von bis zu 60 cm auf. Das muss behoben werden. Aber auch der Zugang zu den Gas- und Wasserleitungen im Bodenbereich muss dabei gewährleistet bleiben. Die Lösung? Eine neue Holzbodenkonstruktion, die man bei Bedarf schnell bewegen kann. Knackpunkt 2. Der vorhandene Boden ist auch noch uneben. Eine sogenannte Trockenschüttung soll dieses Problem beseitigen. Erst wird eine Körnung eingebracht, also diese Schüttung. Damit werden Unebenheiten im Boden ausgeglichen und diese Platten kommen dann oben drauf und werden verschraubt. Gutes Timing. Kaum ist das Fußbodenproblem gelöst, wird auch schon die neue schicke Küche für Familie Jankowski geliefert. 30, ein Unterschrank. Die neue Küche beinhaltet 12 Schränke. Insgesamt sind es 200 Einzelteile.
Innenarchitektin Eva behält den Überblick, zur gleichen Zeit im Wohnzimmer. Nach Freilegung der Leitungen zeigt sich, dass die Elektrik im Haus tatsächlich sehr kompliziert ist. Irgendwie ist ja mal hier eine Wand rausgerissen worden. Provisorisch alles so, dass es irgendwie wieder funktioniert, zusammengebastelt worden, in Anführungszeichen. Und das können wir jetzt auf gar keinen Fall lassen. Aber erst mal weg, was gar nicht mehr gebraucht wird, damit es mal Luft gibt und man hier auch wieder durchlaufen kann, ohne sich zu erhängen. Der dritte Urlaubstag für Familie Jankowski ist angebrochen. Julita nutzt die Zeit. Sie kann sich 2 Stunden lang ausschließlich ihren Söhnen widmen. Ein Ausflug in den Park mit Hündin Fieger steht auf dem Programm. Seit Thorstens Erkrankung hat sie für so etwas nur selten Zeit. Ihr Mann braucht sie normalerweise rund um die Uhr. Also schlimmer geworden ist, seit mein Mann eigentlich die Krampfanfälle gekriegt hat. Und danach ging es so irgendwie bergab. Im Hotel ist Thorsten in guten Händen. Sein Physiotherapeut ist da. Eine Lymphdrainage soll helfen, die starken Wassereinlagerungen in Thorstens Beinen und Armen wieder in Bewegung zu bringen. Das lindert die Schmerzen und gibt ihm neue Kraft. Gibst du mir doch mal bitte deinen Arm? Ja. Und da fassen wir ein bisschen auf. Ne? Das ist mal locker. Häng den Arm mal. Ja, der hängt so ein bisschen. Guck's mich mal eben an, damit ich dich auch noch mal sehe hier. Und dann kannst du wieder einschlafen. Wer bist du denn? Wer bist du denn? Wir beide sind eigentlich ein Paar. Ja, genau. Ah, ja. So lasse ich mir das gefallen hier. So könnte ich hier so eine Woche. Ne? Ja.